Die aktuellen Gesundheitstipps werden Ihnen präsentiert von topfruits.de, Ihrem Online-Versand für vitalstoffreiche Naturprodukte. Lebensmittelskandale, Lifestyle-Experten, Fitnessgurus und die Boulevardpresse machen uns gerade das Leben wieder unnötig schwer. Alle mäkeln an uns herum und reden uns ins Gewissen. Und immer wieder ertönt der Ruf nach einer ausgewogenen Ernährung. Aber was soll das eigentlich sein? Was bedeutet dieser Begriff? Letztendlich verbirgt sich dahinter nur eine leere Worthülse ohne irgendeine konkrete Aussage. Geht es hier um die Gewichtsverteilung unserer Nahrung? Muss die Portion Pommes im richtigen Verhältnis zu unserem Schnitzel stehen? Oder möglicherweise, dass das dazu getrunkene Glas Cola mindestens 500 Milliliter haben sollte? Sie sehen, es ist nichts weiter als eine hohle Phrase. Etwas mehr Klarheit ergibt sich bereits, wenn wir uns die Lebensgewohnheiten anderer Kulturen ansehen. Es gibt zum Beispiel Völker, die zwar eine recht einseitige Ernährung bevorzugen, welche aber oft einen sehr hohen Gehalt an Ballast- und Vitalstoffen sowie vergleichsweise wenig Kalorien und wenigem tierischen Eiweiß aufweist. Und diese Menschen werden mit dieser Kost im Schnitt sehr alt. Zivilisationskrankheiten wie Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes oder Arthrose sind in diesen Kulturkreisen weitgehend unbekannt. Das Problem unserer westlich industriell erzeugten Nahrung lässt sich konkret zusammenfassen. Denn sie ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch zu viele Kalorien, zu viel raffiniertem Zucker, zu viel tierischem Eiweiß, zu viel gehärteten und tierischen Fetten, einem viel zu hohen industriellen Verarbeitungsgrad und zu vielen Lebensmittelzusatzstoffen. Dagegen hat sie aber leider zu wenig Vitalstoffe, zu wenig Mineralstoffe und Spurenelemente, zu wenig Ballast- und Faserstoffe, zu wenig ungesättigte Fettsäuren und im Ganzen zu wenig ursprüngliche Lebensmittel mit einfachem Verarbeitungsgrad. Vergessen Sie einfach das populäre, aber wenig ergiebige Schlagwort ausgewogene Ernährung. Orientieren Sie sich an den grundlegenden Wahrheiten. Weniger Kalorien und mehr Ballaststoffe für eine bessere Verdauung. Das Ganze bei einem ausreichenden Maß an Bewegung. So, wie es für Sie stimmt und passend ist. Ein simpler, aber effektiver Weg für eine aktive Gesundheitsvorsorge. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit. Ihr Armin von Buchenlind. Die aktuellen Gesundheitstipps werden Ihnen präsentiert von topfruits.de, Ihrem Online-Versand für vitalstoffreiche Naturprodukte.